So, an Moderation im Auto. Heute ist auf einmal der Tag so schnell vorbei. Liegt vielleicht daran, dass ich bis 2:30 gepennt habe oder so. Könnte daran liegen. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Ulm, denn da spielen heute die Emil Bulls auf ihrer Love Will Fix It Tour. Absolut heftig geiles Album, große Empfehlung. Und ja, schauen wir mal, wie viel vom neuen Album... Wie viel vom neuen Album so in der Setlist sein wird. Ich werde viel noch gar nicht mitsingen können. Ich habe das Album jetzt schon ein paar Mal durch, aber ich bin noch nicht so textsicher bisher. Ich werde wahrscheinlich auch nicht in Moshpit können. Ich weiß, nerviges Thema. Mein Fuß, immer wenn es besser wird gerade, gehe ich wieder in Moshpit rein und es wird wieder schlimmer. Aber was soll man machen? Und dazu kommt jetzt auch noch mein Kiefer. Der hatte ich ja bei Samurai Pizza Cats und TBS mir ein bisschen verschoben. Und der tut höllenweh. Aber es scheint wohl nichts Schlimmes zu sein, weil es sieht mal hier alles fein aus. Keine Ahnung. Jetzt fahren wir erstmal, dann wird vielleicht noch ein Bier getrunken und dann Emil Bulls. Das keine Ahnung, wie viel es der Emil Bulls Konzert, auf dem ich war. Die Band, die ich am öftesten live gesehen habe, mit Abstand. Und ich muss jetzt, glaube ich, einfach mal nochmal nachzählen, wie oft ich die gesehen habe. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas 23 Mal? I don't know. Davor will ich aber noch kurz was zu diesem Format hier sagen, weil mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich da selber ein bisschen qualitativ schwanke. So, manchmal kommt so ein Vlog am Anfang, so ein Mini-Vlog. Manchmal kommt nur wie jetzt so eine kurze Einführung ins Video. Ich versuche da auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen mehr gleichbleibende Qualität mit reinzubringen. Auch einfach, dass ein bisschen interessanter gestaltet wird, das Ganze. I try. Das nächste Konzert ist entweder Emil Bulls Karlsruhe, wenn ich das zeitlich schaffe, oder eben dann Lumpenpack in Ulm. Aber erstmal gehen natürlich Grüße raus an alle Bands, die im Roxy in Ulm gespielt haben. Und Christoph, Grüße gehen vor allem an dich raus. Wir haben uns nach dem Konzert nicht mehr gesehen. Das nächste Mal geht dann Abschlussbier auf mich. Ich stoß sogar direkt drauf an. Und natürlich gehen Grüße raus an alle, die mich erkannt und angesprochen haben. Das ist immer noch ziemlich absurd für mich, aber es ist ein sehr schönes Gefühl. Und hey, vielen Dank an euch alle. Ihr seid sehr gute Menschen. Und vor allem Grüße gehen raus an die Leute, die ich neu kennenlernen dürfte an diesem Abend. Und wenn ihr euch damit angesprochen fühlt, dann wisst ihr, dass ich euch meine. Wir verstehen uns.
Aber wir legen los mit Flash Forward. Die waren Opener an dem Abend. Und von den guten Jungs habe ich mal vor einer Weile eine Reaction auf ihr No Angels Cover gemacht. Fand ich damals schon ziemlich geil. Jetzt habe ich sie endlich richtig live sehen können. Die haben letztes Jahr auch in Ulm gespielt, auf so einem Umsonst und draußen. Da war ich aber nur wirklich relativ kurz und konnte sie nicht wirklich live sehen. Hier hatte ich jetzt die Chance und was soll ich sagen? Die sind verdammt gut live. Also, ich finde, sie haben auf der Bühne ein sehr selbstbewusstes, aber dabei nicht überhebliches Auftreten und Verhalten. Ich war im Großen und Ganzen von ihrem Auftreten und wie sie sich gegeben haben, extrem begeistert. So, das wird top, da kann man gar nichts meckern. Ist auf jeden Fall eine große Live-Empfehlung und die Jungs werde ich mir dieses Jahr definitiv nochmal live geben. Vorband Nummer 2 waren Chaos Bay. Und was soll ich sagen? Chaos Bay? More like Chaos. Yay! Absolute Überraschung des Abends. Also ich mache das ganz oft so, dass wenn ich eine Vorband nicht kenne, dass ich auch nicht großartig in die Band reinhöre, um eben mich dann überraschen zu lassen, was da auf mich zukommt. Chaos Bay war so zwischenzeitlich so, boah, die sind stellenweise ein gutes Stück härter als Emil Bulls sogar. Zu hart gibt es aber in dem Fall natürlich nicht. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, was auf ihre Reise und auf ihrem musikalischen Weg noch so passieren wird. Chaos Bay ist auf jeden Fall für mich auch eine Band, die habe ich auf die Liste gesetzt. Die muss ich weiterhin verfolgen, die muss ich nochmal live sehen, auch hier. Ganz große Empfehlung. Es ist fast so, als hätten die Emil Bulls einen guten Geschmack, was Vorbands angeht. Könnte sein. Dann kommen wir zu den Emil Bulls selber und das Konzert wird eröffnet mit The Devil Made Me Do It, was in meinen Augen ein perfekter Opener ist. Das habe ich ja schon bei der Xmas Bash Review gesagt. Taugt einfach komplett. Der Gitarrenriff am Anfang, der so ein bisschen einleitet und da weißt du halt so ganz genau, okay, du hast jetzt so ein hast du halt gefühlt Zeit, dich auf den Moshpit vorzubereiten und dann geht's halt ab. Und so war's auch. Der Grundaufbau war aber allgemein sehr ähnlich zu der vom Xmas Bash, was aber auch irgendwo verständlich ist, weil der Xmas Bash gehört ja trotzdem noch, also der Xmas Bash 2023 gehört ja trotzdem noch zur gleichen Tour wie die Konzerte jetzt. Ist ja alles die Love Will Fix the Tour. Age of Revolution, Euphoria, Not Tonight, Josephine, Here Comes the Fire, The Most Evil Spell. Das sind alles so die Songs, die so weiter vorne ein bisschen kommen bis hin zur Mitte, vom eben Mitte, Ende, erster Block. Und 1:1 wie beim Xmas Bash, die letzte, also die zweite Zugabe dann, The Ninth Wave, Jaws of Oblivion, Take on Me und Worlds Apart. Aber hier muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde, es sind die vier perfekten letzten Lieder. Du hast mit The Ninth Wave nochmal so einen Song, der schön reinknallt, nachdem wir gehen jetzt von der Bühne. Dann hast du mit Jaws of Oblivion noch so ein bisschen eine poppiger angehauchtere Nummer, was halt auch mega geil ist. Dann hast du mit Take on Me ungefähr das beste Cover aller Zeiten und mit Worlds Apart kannst du halt nochmal richtig auf die Fresse hauen. Und so wie es aussieht, ist Take on Me jetzt wohl auch fest in der Set drin. Ich habe ja Emil Bulls ein paar Mal gesehen und das Gängige war eigentlich Take on Me beim Xmas Bash. Und hin und wieder ist es mal so ein bisschen gespielt worden. Aber ich habe deutlich mehr Konzerte ohne Take On Me gesehen als mit Take On Me. Natürlich war es jetzt aber nicht genau die gleiche Setlist wie beim Xmas Bash. Hier und da wurde auch mal die Reihenfolge geändert. Es wurden ein paar Songs ausgetauscht, was ja auch klar ist, da nach dem Xmas Bash das Album Love Will Fix It rauskam. Also ja, macht Sinn. Von diesem 12-Track-Album wurden 6 Songs in der Setlist gespielt. The Devil Made Me Do It, Happy Birthday, You Are Dead To Me, was einfach in meinen Augen eigentlich fast schon klar war, dass das mit reinkommt, weil ich habe so das Gefühl, dass ich nicht der Einzige bin, der sagt, yo, das ist auf jeden Fall einer der Favoriten des Albums. Und ich glaube, das weiß die Band auch selber. Levitate, was so eine fette Nummer ist, ich schwör's euch, bei Levitate, wo ich das erste Mal gehört habe, aber eben den Titel nicht dazu hatte, ich dachte mir so, okay, das muss Levitate sein, weil das klingt wie Levitate. Und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Whirlwind of Doom, Love Will Fix It, den ich wirklich von Mal zu Mal hören immer besser finde, wie das Emil Bulls Album allgemein. Ich habe auch eine Album-Review gemacht, die könnt ihr euch gerne anschauen. In dieser Album-Review sage ich jetzt nicht, was ich da gesagt habe, weil sonst nehme ich das ja vorweg und ihr schaut sich an. Und als letzten Song vom neuen Album gab es noch Sick. Bei einer Setlist von 22 Songs finde ich persönlich sind 16 Lieder von einem neuen Album bei der dazugehörigen Tour zum neuen Album etwas wenig. Das macht das Konzert als Ganzes für mich nicht schlechter, weil ich mag jeden Song von der Band gefühlt. Jedenfalls wird mir jetzt keiner einfallen, der mir nicht gefällt. Deswegen, ich hab meinen Spaß auf jeden Fall, egal was gespielt wird. Aber wenn wir hier eine Tour zu einem Album haben, wünsche ich mir ein paar mehr Songs vom neuen Album. Aber das ist ein Thema, das ich immer mal wieder bei Konzertreviews anspreche. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Ja, das Album kam jetzt erst raus. Dementsprechend kann ich schon verstehen, dass die Band eben möglichst vielen Fans es recht machen will, was aber sowieso nie funktioniert. Aber ich denke jetzt einfach mal, es wird Ende vom Jahr nochmal eine Wintertour geben. Da ist dann das Album schon eine Weile draußen, die Leute haben es mehr gehört, sind ein bisschen textsicherer und da wird es dann auch noch mehr Songs vom neuen Album geben. Also das ist jetzt einfach mal so meine Vermutung. Unterm Strich war es ein sehr starkes
Eingangskonzert mit zwei sehr geilen Vorbands, einer Hauptband, die Bock hatte, und einem Publikum, das Bock hatte. Ach ja, ich habe eine Instagram-Story geschrieben wegen meinem Kiefer. Da gehe ich jetzt einfach noch kurz drauf ein. Ich habe mir letzte Woche bei Samurai Pizza Cats und TBS am 21. war ich Stage-Diven und habe beim Hochlaufen gesehen, oh Mann, der Abstand ist viel größer. Ich habe diesen Tritt gebraucht, wo Stefan drauf stand. Musste wie ein Idiot eine Minute oben auf der Bühne stehen und die Leute haben wahrscheinlich gedacht, was ist mit dem Dude los? Bin runtergesprungen. In dem Moment haben die Leute, die ganze Zeit den Fokus auf mich hatten, nicht mehr hergeguckt, beziehungsweise glaube ich nicht so direkt realisiert. Und dann bin ich mit meinem Kinn hier so auf die Schulter geknallt und habe das Gefühl gehabt, dass es so Mortal Kombat mäßig einmal irgendwo darüber geflogen ist. Deswegen dachte ich, ich gehe nicht in Moshpit. Ich bin im Moshpit. Und wie es natürlich sein musste, bin ich mit meinem Kinn im Moshpit so, hier praktisch, so war jemand auf die Schulter gesprungen. Das waren Schmerzen, die waren so extrem, das ist kein Witz. Ich habe das erste Mal seit wirklich längere Zeit wegen Schmerzen fast heulen müssen. Also ich stand da dran und habe wirklich gedacht, okay, reiß dich zusammen. Du hast die schlimmsten Schmerzen überhaupt, aber du kannst jetzt nicht losweinen. Weil echte Männer weinen nicht. Ja, das war scheiße. Ich konnte den ganzen Sonntag nicht wirklich reden. Das war schmerzhaft. Jetzt geht's langsam wieder. Kauen ist immer noch so ein Thema. Es ist aber immer noch nichts blau und angeschwollen. Deswegen denke ich, das geht irgendwann wieder weg. Hin und da waren die Leute im Moshpit doch etwas zurückhaltend, aber das hast du halt auch immer von Ortschaft zu Ortschaft ein bisschen anders. So, jeder weiß, der ein paar Konzertreviews von mir angeschaut hat. Stuttgart ist für mich auch immer so ein Thema. Wie ist denn da das Publikum? In Baden-Württemberg allgemein habe ich das Gefühl, dass manchmal Leute ein bisschen unsicher sind auf Konzerten. Aber dennoch war es eine geile Crowd auf einem geilen Konzert. Und jetzt schreibt doch ihr ganz gerne mal in die Kommentare, ob ihr auf der Tour wart und wenn ja, wie ihr die Tour findet und was eure Ansicht ist, wenn eben eine Tour stattfindet, wie viele Songs prozentual gesehen von einem neuen Album da drin sein sollten. Gerne noch im Verhältnis, wie viele Songs auf dem Album sind und wie viele Songs in der Setlist sind. Bei Ärzte fand ich zum Beispiel ganz extrem, wo von Hell Dunkel auf einer Tour mit fast 40 Songs irgendwie 5 Lieder gespielt worden sind oder so, übertrieben gesagt. Aber ganz gerne mal in die Kommentare. Ansonsten dieses Video positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren. Morgen kommen Musiknews, am Freitag kommt auch was. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schaltet wieder ein.